Jawohl, ja, es hat geklappt. Die Verbindungen sind hier immer ein bisschen komisch in letzter Zeit. Ja, also auf jeden Fall. Wer ist denn jetzt gerade online? Es sind jetzt schon 10 Uhr. Ich gehe jetzt gerade mit Eddie ein bisschen Gassi. Heute regnet es mal nicht. Heute ist es auch nicht so kalt. Wie geht's euch denn? Wie war eure Woche? Erzählt mal. Wer meldet sich freiwillig? Ich warte mal ein bisschen. So. Also meine Woche war richtig gut und ich habe halt gemerkt, für jeden Tag, den man halt Glück haben oder beziehungsweise Glück hat im Leben, sollte man wirklich dankbar sein. Und jetzt auch um diese Zeit ist es halt so eine magische Sache in dem Sinne. Also tut Buße und sonstiges, vergiss das. Nee, es geht halt eher darum, dass wenn man wirklich Glück im Leben hat oder wenn man halt zuvorkommt, es nett ist oder irgendwas Tolles erlebt in dem Sinne, dann sollte man wirklich dankbar sein. Und das wollte ich mit euch teilen und das finde ich halt wunderschön. Dankbarkeit ist eigentlich das Beste, was geht. Dann läuft halt alles von alleine, wenn irgendwas Negatives passiert. Und ihr seid trotzdem dankbar für die Situation, dass das halt passiert ist, aber trotz alledem es doch gut ausgegangen ist und ihr dankbar seid, dass nichts Schlimmeres passiert ist, dann passiert euch auf jeden Fall immer was Schönes. Oder wenn ihr zum Beispiel ganz verzweifelt seid, total am Ende, dann ist es ja manchmal so, dass wenn ihr traurig seid und so weiter und so fort, dann kommt die Sonne wieder morgens. Und es ist ein neuer Tag und es dreht sich halt alles anders, als da, wie ihr denkt. Und das hängt damit zusammen, dass ihr positiv denkt. Wenn ihr das wirklich tut, dann kriegt ihr alles gebacken. Und das Ziel seid ihr selber. Und es ist so, dass wir ja alle so einen langen Prozess machen im Leben. Egal in welchem Bereich wir arbeiten oder wir machen und wir erfolgreich sein wollen und so weiter und so fort. Ist es ja meistens so, dass wir dafür sehr, sehr viel leisten müssen. Wir müssen dafür nicht über Leichen gehen, das ist totaler Bullshit. Man muss halt sich ja, ernst bleiben, lieb bleiben, beziehungsweise man muss sich selbst mögen letztendlich. Und man muss dazu stehen, was man tut. Und wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dann ist es ja tatsächlich so, dass man dann halt wirklich Gutes im Leben widerfährt. Und das wollte ich mit euch teilen. Ich finde es halt eine gute Sache, dass man, wenn man ein guter Mensch ist, dass man auch erfolgreich sein kann. Und wenn man ein gutes Karma hat oder beziehungsweise gut eingestellt ist im Leben, dann läuft einem das Glück auch in die Hände, letztendlich in den Schoß. Und wenn mal irgendwie negative Sachen sind, die einem passieren, dann verändert sich das halt auch genauso und das rückartig, weil ihr letztendlich jeden Tag könnt ihr alles verändern. Ihr könnt euch verändern, ihr könnt die Situation verändern. Wenn ihr schlecht gelaunt seid oder so, dann habt ihr den magischen Schlüssel, euch zu verändern und zu sagen im Endeffekt, nee, wir spulen jetzt zurück und wir machen den Tag jetzt neu, beginnen den Tag neu. Das war jetzt beschissen oder ging jetzt alles in die Hose. Aber irgendwie nehmen wir uns jetzt 2-3 Minuten für uns selbst und gehen in uns und sagen sich dann halt, okay, die Situation war jetzt so, aber wieso kann man das nicht ändern? Und wenn man sich 5 Minuten nimmt, man überlegt, was man überhaupt ist, wer man ist, dann kann man das auf jeden Fall. Ihr müsst einfach nur den Schalter umschalten und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr unzufrieden seid mit dem, was ihr tut, dann meldet euch einfach bei mir und eventuell kann ich euch helfen. Würde mich mega freuen, dass wir vielleicht zusammen was starten könnten. Und so ist das im Leben. Alles, was wir sehen, was wir tun, was wir machen, hat immer alles ein bestimmtes Ziel. Und
Die Frage ist, welchen Weg wollt ihr gehen? Wollt ihr einen steinigen Weg gehen oder wollt ihr einen einfachen Weg gehen? Wenn ihr immer nur einfache Wege geht, dann könnt ihr auch nie irgendwas erreichen im Leben oder beziehungsweise dann seid ihr nie zufrieden mit euch selbst. Und deswegen nehmt die Herausforderung an und macht was Gutes. Macht das, wo ihr Bock drauf habt. Auch das zum Beispiel, wo ihr sagt, um Gottes Willen, das kriege ich nicht hin. Geht einfach über eure Grenzen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auf der Veranstaltung war hier in Barcelona, was jetzt auch schon 2 Wochen her ist. Genau, 2 Wochen. Gestern, 2 Wochen, hatte Stephen Bartlett seinen Part und da ging es halt darum, dass er halt eine Ameise fotografiert hatte oder beziehungsweise uns eine Ameise gezeigt hat und die hatte einen riesengroßen Kreis um sich, also zumindest der Weg, den die Ameise gehen kann. Das ist quasi, wenn du Kreise malst auf dem Blatt Papier, es ist so, dass die Ameise dann halt diesen Umfang hat, diesen riesengroßen. Wenn du den Umfang immer kleiner und kleiner und kleiner machst, dann fühlt sich die Ameise immer gezwungener, immer in diesem kleineren Bereich zu leben und sich aufzuhalten. Und sie fühlt sich unterdrückt, sie fühlt sich missverstanden, sie fühlt sich nicht wohl. Und so ist das. Wieso weitet ihr den Kreis nicht so weit aus, wie ihr es für euch richtig haltet und lässt euch nicht unterdrücken von anderen und macht das, was ihr denkt und fühlt und liebt. Und das ist mein Tipp für euch. Bis dahin. Ciao. Schönen Sonntag.